Wir haben dem Typ auf jeden Fall richtig gut Licht gegeben. Hoffentlich bringt ihm das viel. Ne, ich habe Level 1 nicht traden können, Lane. Was schade ist, weil du willst auf Level 1 mit Google meistens heimgehen. Was jetzt nicht möglich war, aber that's okay. Hey, danke dir, Virus, für dein Twitch Prime. Viel, viel, viel 2 Monate, Mate. Der zweite ist der wichtigste. Welcome back, man. Welcome back. Komplett am Chillen. Hat 2 Qs getroffen. Hat 1 Q getroffen. Bombing ausgelöst am Ende. Darfst du gerne machen. Das juckt mich nicht. Ich sehe einfach für Riven meine E's zu dodgen. Weil sie so viel Mobility hat. But that's okay. Kurz BTM mit unserem W geblockt, was nice ist. Um Midlane zu pressuren ist nicht schlecht für den Caster die Lane. Nice, dass Riven da die Minions gestunt hat. Das hat mir Minions bewahrt, sonst hätte sie, wenn sie quasi meine Minions autodeckt hätten, hätten sie ihren da hinten getötet. Wenn ich jetzt einfach last hätten, also bin ich in CS hier ziemlich nice vorne. Das gefällt mir gut. Ganze Wave zu farmen und 4 CS vorne, not bad. Chilling, chilling. 4 CS vorne ist nice, whatever. Kleine, bisschen mehr als eine halbe Wave halt. Wir haben da ein paar mehr Minions gemisst. Noch, den sehen wir. Nicht geresettet. Hat auch keine Camps, der Counter joinen kann. Also will er eigentlich mit einer Top-Lane ganken. Ich habe ja gerade gewartet dagegen, Kassel den ebenfalls. Also sollten wir beide safe sein. Er spottet ihn nochmal. Noch, dann will er eigentlich recallen, da irgendwo. Dann ist es für ihn fein, für uns fein. Nicht viel sollte passieren. Games. So, ich eigentlich nicht Wolf Riven zu Auto-Attacken. Ich nehme mehr Damage von Minions als sie. Von meinem Auto-Attack und dann hat sie die Shit active. Ah, PTA zu blocken ist keiner Feind, aber auch da was wieder. Der große des Schadens geht in die Shield rein natürlich. Oh, das ist ein ganz großer Bummer. Unangenehm, wenn Nocturne voll Level 6 ein Double gekriegt. Das wird seine erste und wird richtig reinschallern. Weil, ne, so ein Level 6 Nocturne mit Double Kill, der auf deine Lane sprintet, mit Iron Spike Whip, beziehungsweise. Ja, vielleicht wird er auch Reunions kaufen. Mit mehr Ult sofort. Nervig. War ein sehr guter Trade auf Riven hier unterm Turm. Wenn wir beide Level 6 auf dieser Wave logischerweise. Ist relativ easy töten mit E-Flip, aber nur mit einem Jungler oder Midlaner, der roamt, nicht alleine. Sonst sie vom Cannon in den Bluffen ein bisschen mit unserer Körpersprache. Als ob ein Jungler da wäre oder dass sie es halt respekten muss, sie respektet es und fällt den Cannon in den so oder so. Oh mein Gott, und ich auch. Das ist die 10% Attack-Speed in Runen-Twitch-Chat, die ich normalerweise nicht spiele. Der hat mir gerade den Minion nicht gegeben, weil ich ja ziemlich gewohnt war. Er hat Ionids und Iron Spike Whip, das ist ja genau, was ich nicht wollte. Sagt hat jetzt aber richtig viele Ults und sehr viel Damage, das ist ja genau der Double Kill. Das ist unangenehm. Das heißt, er wird richtig reinballern. Also, der Chat, der jetzt in mein Gesicht geflogen kommt, dann tötet er mich einfach. Wir dürfen jetzt hier nicht wirklich traden, habe ich auch nicht vor.
Also einfach chillen, Boneplating abbehalten, insofern Mode nur möglich. So, ey. Reifen sollten sie mich eh nicht können. Ich hab Flash, E, Full HP. Bin Level 7. It's fine. Auf der Wave sollte ich gegankt werden, wenn ich jemals gegankt werde. Weil ich muss jetzt quasi nach vorne laufen. Double TP, wir haben beide keine Items. Reiner Damage mach bitte! Oh, ihr seid so reported. Can't believe it, die holen wir nicht ein. Schade, dass wir kein Damage mehr gemacht haben. Wir haben alle Summoners benutzt. Alle für Botline Summoner, mein TP, mein Flash. Riven hat ebenfalls geflasht. Schade, Mann. Hm. Gute Games. Gute Stimmung. USWT! Vielen Dank für deine 4 Monate, Matt. Danke dir für deinen Support, Mann. Und danke auch an die Bamsebiene für dein Twitch Prime. Oh, nice. What? Solo-Kill. Solo-Kill. Den 2-0. Der war 0-2, dann der Rumble. Den 2-0 noch dann Solo-Kill. Richtig geil. Und danke an Iro. Vielen, vielen Dank für deine 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Stufe 3 Support, Mann. Danke dir. Willkommen zurück. Vielen, vielen Dank, mein Dude. Jetzt sollen wir bis Level 9 chillen. Level 9 ist noch nicht mehr weit weg. Die Wave pusht zu mir. Ich habe eine Menge Armor, gar kein Leben. Rumble scheint tot zu sein. Ich will jetzt Helbis bei den Raptors. Ich bin zu deep gegangen. Hey Bro, dein Thresh ist in Base natürlich, aber du nicht Raptors. Das ist ein Kass in die Midlane. Wenn einfach an Tobias Sam für deinen Sub. Willkommen mit. Riven ist verdammt squishy. Aber dafür hat sie eine Menge AD. Und gut, sie hat nur 8 AD mehr als ich. Aber kann ihre Animation canceln. Da habe ich einiges mehr in Armor. Ganze 30 Armor mehr ist angenehm. Gerade weil ich auch den Auto-Attack Damage reduzieren kann über die Tablonen. 12%. Von Rivens Effekten werden da reduziert. Ja, das kann ich nicht wirklich aus eigener Kraft forcen, da muss Riven quasi auf mich rauflaufen. Ah. Das ist natürlich nice. Lorena, der mehr wartet, dann würde es schlimmer werden. What? Geil. Sehr wilder TP. Das tut Kassadin halt so gut. Nein, mir tut's auch nicht weh. So eine schöne Hook, ne? Holy fuck. Nice geflasht. Oh mein Gott, Duke war so nice. Und selbst wenn ich da von Bartholdt getroffen werde, kann ich die Riven flippen. In der Bartholdt. Das ist so geil. Mein E geht ja trotzdem durch. Durch alle Formen von CC. Ah, die Hook war... Ah, nein. Okay, nice. Kein Weg bekommen. Alles gut. Dann haben gleich Level 9 hier. Können wir unser Wehrmann ausmachen. Genau, was wir wollen. Zum Last Hit und zum Pushen. Nice. Das macht gerade gute Roams. You will endure the chaos to come. Nein, kein Flash, das ist fucking One-Shot. Frage ist bloß, können wir Silent Kill geben? Optimal. Flash, eh. Flash rennt davon, ist okay. Und dadurch, dass Rumble flasht, entblößt er halt ein bisschen den Thresh. Das heißt, wenn er noch ein bisschen wartet, bis Kaisers Markierung weg ist, kann er quasi auf Saya flashen, wenn sie nicht hier, sondern so hier ist. Maybe. Aber ist keineswegs schlimm. Das ist okay.
Oh, ich bin so reported. Fuck. Erstes Game des Tages. Ich habe gestern gar kein einziges Game League of Legends gespielt. Erstes Game der zwei Tage. What? Ich muss zu Thresh kommen. Das schaffe ich auch. Geile Scheiße. Bin ja so OP, Twitch-Chat. Hey, hab ich genug dann ultet? Wenn ja, gewinne ich das. Na, aber noch eine Laterne. Eine Menge Seelen, die hier noch liegen. Um mich zu covern, ist auch nicht schlecht vor dem Mann hier. I merely refused to die. Ja, ich bin Turbo P. Nichts kann mich realistisch gesehen verhalten, um ehrlich zu sein. Riven und ich haben beide wieder TP ab. Ich danke dir, Danklight, für deine 26 Monate. Vielen, vielen Dank, Mann. Danke dir für 26 Monate in a row. Einer der OGs. Danke dir, Mann. Ey, Niklas, danke für deinen Sub. Vielen Dank für 2 Monate, Mate. Urgott bin ich. Dash correct. Ha, danke dir für 2 Monate, Mann. Wir haben jetzt Potter die Pien, bevor noch den ultet. Und danach geht's ja nicht mehr, obviously. Ich danke auch an Dark Cola und an den Schreibfehler. Da kommen wir nicht beide. Danke, die Schreibfehler für 11 Monate. Mein letztes Play. Da ich weiß nicht kriegen. No way. Dafür zinten ist nicht worth. Da ist ein Bart. Kann die Events erneut versuchen? Wird das hier Round 2? Ah, Touch hat sich gezeigt, okay. GTA Proc, mega nice. Lass uns definitiv mitlehnen. Weit vorne, wie die waren. Okay. Hätte ich auf der Wave Level 11. Riven ist Level 9, aber ich kann sie, glaube ich, nicht runterrennen. Weil Level 10 ist jetzt auch. Mein Camel wird sie nicht nehmen können, das ist nice. Gute Game. Auch dem, den sollten wir theoretisch noch denyen. So wenig wie möglich Minions für sie. Ist natürlich das Beste für uns. Hey, da. What? Warum ist der gerade geflasht? Wild, ich wollte gerade einen Sub vorlesen. Danke, The Game Inferno. Auf jeden Fall Dank an Dark Light ABC. Warum ist Riven gerade geflasht, der Chat? Ich nehme Thomas rüber, den. Über Hydra. Meine Thresh und Bart, die chillen einfach alle top, ey. Und die Boys. Danke doch an Scorp. Willkommen, Scorp. Will ich weiterhin für Top-Lane-Turm spielen? Nox Nox null nicht ab. Auch wenn es leichter Fall ist. Und das ist natürlich super free. Kann jetzt doch der Dürre noch eine Cannon-Minute nehmen, wahrscheinlich. Obwohl, es wird nicht ganz reichen, oder? Dass der Turm eine Cannon-Minute nimmt. Okay. Situation entschärft. Schau mal, ich habe sie geflippt und dann ist der Turm genommen. Aber obviously kann ich kein Damage machen, wenn ich in Stasis bin von Bartold. Und es war smart von Bart, mich in Stasis zu packen, weil mein Ult hat 4 Sekunden. Bartold ist Sonne, also 2,5 Sekunden. Mit anderen Worten, ich habe quasi gar keine Zeit, DPS zu machen. Und ich muss halt DPS machen, damit ich Riven reinziehen kann. In den Schredder und genau das hat er halt unterbunden. Mit dieser Ult. Und das ist natürlich angenehm für seinen Top-Laner. Nachdem er da geflippt wird. Gute Stimmung. Hey, danke auch an den Almdudler. Hey, danke dir für deine Monate, Twitch Prime. Absolute Gönnung. Vielen Dank, Mann. War das noch dann?
Ja, es gilt ein wenig aufzupassen. Wir dürfen uns nicht permanent catchen lassen. Wir scannen sehr gut, aber wir scannen auch einfach gut, wenn wir teamfighten. Wir dürfen uns nicht unbedingt auf Sidelanes catchen lassen, beziehungsweise Shotguns droppen. Das ist auch was, vor allem jetzt an mich geht. Wenn ich jetzt hier auf die Wave gehe, ist das okay. Aber Bard Nocturne wollen für Herald spielen. Ja, ich bin fein ohne Nocturne Ult. Ich bin super strong, ich darf nicht sterben. Ich bin ein riesiger Shutdown. Hat noch nicht ein Outtake von dem Herald getankt. Alles gedodged bzw. anders resetten lassen. Riven ist sehr weit vorn. Aber gut, sie ist mobil genug, um wegzurennen. Hätte mir aber hinter sie laufen können. Noch hier wieder so eine Sache. Sah jetzt als alleine Botlane. Ja, sie hat jetzt Ult und Galeforce ab. Nocturne Ult trotzdem scary für sie. Nocturne ist auch scary für mich hier oben eigentlich. Aber ich bin relativ tanky und die Gegner, ich war ja gerade alle Topside beim Herald, also wenn die mich nicht einfach anholten, wenn die quasi denken, dass ich noch Backup haben könnte. Wir werden Botter TP, sobald Nocturne das Licht ausmacht, werde ich einfach hier F drücken. Die kurze Zeit. Gute Game. Ja. Gute Stimmung. Soll jetzt wirklich eigentlich mehr groupen und weniger splitten bzw. Waves annehmen. Weil wenn wir nur mit Riven aktuell farm traden, tun wir ja bekommen und das ist nicht optimal. Mit Harry werden wir Progress machen, der Turm wird nicht ganz sterben. Oh, okay. Wird gar nicht sterben. Na, es gibt quasi nichts, was wir tun können. Sehr gut, was ich gerade tue. Könnte easy noch ultet werden, aber ich bin halt super strong, deswegen kann ich mir auch keinen der dreisten ein wenig frech zu spielen, beziehungsweise sehr greedy zu spielen. Gute Chance, dass ich Nocturne einfach, obwohl, eigentlich töte ich weder noch Nocturne, weder Riven noch Nocturne, wenn die Goldrinker haben und der andere hat halt 5 Kills. Der Mitte zu haben ist nice, aber nicht, wenn ich ultet werde. Sollte hier oben lang laufen und dann ganz am Ende erst gesehen werden von der Scatter Crab. Weniger Zeit zu reagieren. Das ist genau, was ich dachte. Man, der hat mich gelernt, weil er einen Assist haben wollte, ne? Ja, wenn Nocturne da ultet, ich glaube, ich bin tot. So töten wir einfach alle. Geil, aber... repräsentativ? Not sure. Nash. Ein Wort für mich? Dann muss ich Mitte tippen. Oh, gut. Gut, I mean, I don't know, gibt nicht mehr zu sagen. Game war sehr ruhig für die Midgame-Periode. Wir haben einfach Early Game gestompt und der Catch gerade im River hätte schlimmer ausgehen können. Ich bin halt sehr tanky mit 5 Punkten in E und Knitted Hubby, Kindlegem, Hydra und allem drum und dran, aber trotzdem ein bisschen greedy, was das war, aber das wussten wir auch. Und ja, da haben wir den Fight gewonnen, den Skirmish. Gegner sind nicht committed dafür. Und ja, dann gewinnen wir einfach das Game. Gegner öffnen einfach, ist weird. Kann nicht lügen, einfach ein weirdes Game. So wie es sein Ende gefunden hat. Oder einfach kein Damage gemacht, quasi keine Laning Phase für sie. Ja, sehr, sehr cleanes Game, ist einfach nicht so viel passiert. Und ja, hab das meiste Gold im Game gehabt, chillig. Gerade so mehr als mein Jungler. Aber ich kann es nicht behaupten, dass ich so viel gemacht habe, einfach nur